Hallo zusammen und willkommen bei dem zweiten Teil der Nordland-Trilogie, Sternenschweif. Unsere Helden haben sich ja nach dem Sieg über den Ork-Hauptmann und der Reise nach Torval erstmal ein wenig auf freien Füßen begeben. Das heißt, wir wissen nicht wirklich, was sie angestellt haben. Irgendwie sind sie aber in Quirasim gelandet, in diesem Piraine-Tempel. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie sie jetzt so aussehen in diesem zweiten Teil. Wir müssen jetzt erstmal laden. Ich musste komischerweise den Spielstand umbenennen, bevor er akzeptiert wurde. So, ja, wirklich laden. Okay. Terek sieht ganz cool aus. Aber die Damen sehen ein wenig komisch aus. Die Münder sind irgendwie zugekniffen. Aber naja, das ist soweit erstmal okay. Gucken wir uns an, wie der Rest so geworden ist. Ob irgendwas verloren gegangen ist unterwegs. Fertigkeiten sehen soweit gut aus. Ich hatte ja kurzfristig überlegt, ob ich die Lebenspunkte ein wenig anpasse. Also, dass ich den Durchschnitt nehme, wie viele Punkte man jede Stufe bekommt. Und dann, wenn irgendjemand darunter liegt, das anzuheben. Habe ich jetzt aber gelassen. Mal gucken, wie wir damit klarkommen. Dass jetzt zum Beispiel Gerugon weniger Lebensenergie hat als die einfache Schurkin. Aber ja. So. Totenkopfgürtel können wir schon mal anlegen. Der nimmt ja nicht ganz so viel Platz weg. Totenangst sinkt um 4 Punkte. Auch sehr schön sind jetzt die Animationen, wenn sie irgendwelche Ausrüstungsgegenstände anlegen. Das finde ich sehr cool. Der grüne Ring. Was hast du gemacht? Du bist magisch. Ja, das muss Gwendolyn, Quatsch. Talana nochmal angucken, damit wir wissen, was es wirklich macht. Du ziehst den schon mal an. Klick. Jeder hat seine Decke und seinen Wasserschlauch. Ja, schaut gut aus. Das war, glaube ich, für Magieresistenz. Müssen wir aber auch noch angucken. Die Rezepte. Ja, ich habe mich vorher beraten lassen und habe auch recht viele Nachrichten bekommen, was man dann unbedingt beachten sollte im zweiten Teil. Abgesehen von diesen teilweise recht ominösen Tipps, wie zum Beispiel, wenn du ein Rad findest in einer Binge, drehe es nicht, bevor du nicht sicher bist, dass du es drehen willst. Ja, also abgesehen von solchen Sachen, weiß ich absolut nichts über dieses Spiel. Ich hatte einmal ganz kurz vor ein paar Jahren reingeguckt, aber bin dann doch lieber gleich zum dritten Teil gesprungen. Das heißt, ich werde genauso überrascht sein wie ihr. Aber ja, eine dieser Sachen, die mir gesagt wurden, dass ich doch die Rezepte alle in ein Buch übertragen könnte. Dafür brauche ich wohl nur ein Buch und einmal Schreibzeug. Wir hatten für Talana ja schon mal Schreibzeug gekauft. Das müssen wir nur noch finden. Zwei Dietriche, ja, wo ist das Schreibzeug? Ah, da ist das Schreibzeug, ich dachte schon. Warum sollte gerade ein Schreibzeug verloren gehen? Die magischen Waffen müssen wir auch noch gucken. Also der Zweihänder hier oben sollte magisch sein. Der Rondra-Kamm wurde von Rondra selbst magisch erhoben im Tempel nach etwaigen Spenden. Die Frage ist jetzt nur, ob das hier in das Spiel übernommen wurde und ob das dadurch vielleicht permanent gemacht wurde. Müssen wir uns auch noch überprüfen. Ja, die arme Talana hat gleich ganz viel zu tun. Der Goldschmuck kann einfach verkauft werden. Den haben wir einfach die letzten Folgen mitgeschliffen. Hatte ich vergessen, das zu verkaufen. So, hier haben wir noch mehr Rezepte. Schieben wir einmal ein wenig umher, dass die alle bei Talana landen. Die Wunderkur tun wir auch mal woanders hin. So. Aber ja, auch eine sehr wichtige Neuerung. Es gibt keinen Klick, Klick, Klick bei jeder Aktion mehr. Das ist schon mal eine super Pluspunkt für den zweiten Teil. Und auch die ganzen schönen neuen Slots. Ja, da werden wir uns gut austoben können mit Sachen einsammeln. So, die Orknase ist auch immer noch da. Sehr schön, das ist so ziemlich mit das Wichtigste gewesen, was wir aus dem ersten Teil übernehmen konnten. Jedenfalls in meinen Augen. So, Gerugon hat kein Schwert, das ist nicht gut. Dann gib doch mal das Goldschild Talana zurück. Und nimm dir dafür den magischen Zweihänder. So. Damit du ein wenig mehr Schaden machst.
So, Attacke 13. Auch sehr schön, dass jetzt alles hier auf einem Blatt angezeigt wird und man nicht immer zwischen den beiden Blättern hin und her blättern musste. Also die Attacke Parade, da musste man normalerweise rechtsklick und dann von den Grundwerten weggehen. Die Mondscheibe. Wir wissen immer noch nicht genau, wozu sie da war. Aber wir können sie einfach mal anziehen. Ganz schön durchtrainiert, der Girogon. So, ein Stirnreif. Der war eigentlich für Talana. Den hatten wir nur abgenommen zur Sicherheit, dass nichts verloren geht. Sehr schön. Also so eine Kleinigkeiten wie diese Animation bei jeder Anlegung. Das macht gleich sehr viel für die Spieltiefe aus, finde ich. Das hoch, das hoch. Noch ein Rezept. So, und da kommt dann das Buch hin, das leere, wenn wir es denn mal irgendwann finden. Was haben wir noch? Den Silberstreitkolben. Das Schwert könnten wir eigentlich verkaufen. Der rote Ring. Der rote Ring macht Magieresistenz. Hat er jetzt 5? Schwung. Ja, hat sie auf 7 verändert. Sehr gut. Du hast immer noch 14,6. 11,3. Ja, das Kurzschwert. Also keiner von uns benutzt wirklich Einhandschwerter. Im Notfall halt Girogon. Aber wenn, dann auf jeden Fall nicht ein Kurzschwert, sondern gleich ein richtiges Langschwert. Das könnten wir also auch noch verkaufen. Der Wurfdolch war im ersten Teil ja nicht besonders gut. Denn man konnte ihn einmal werfen und danach war er im Inventar. Man musste das dann umständlich da wieder raussuchen. Ich guck mal ganz kurz, ob man ähnlich wie bei Dungeon Master vielleicht eine Waffe in Reserve hinstellen kann. Nein, kann man nicht. Das sieht jetzt komisch aus. Der hat jetzt in der rechten Hand einen Wurf durch, in der linken Hand ein Rapier. Ich probiere mal ganz kurz was aus. Okay, es sieht so aus, als wenn man mit beiden Waffen gleichzeitig kämpfen könnte, aber dem ist garantiert nicht so. Zweihandkampf ist in DSA ein wenig verpönt, jedenfalls in der Edition, in der ich damals gespielt habe. Das heißt, wir machen das jetzt so. Den Wurfdolch benutzt sie als primäre Waffe und den Rapier hat sie nicht wirklich in der linken Hand, sondern einfach nur irgendwo in der Scheide stecken. Und wenn der Wurfdolch dann weggeworfen wurde, dann kann sie einfach hin und her wechseln. Außer der Wurfdolch wurde jetzt im zweiten Teil so verändert, dass er automatisch immer wieder in der Hand landet. Das wäre natürlich eine sehr praktische Verzauberung. Da müssen wir halt alles überprüfen. So, die ganzen Kräuter sind auch alle mitgekommen. Wobei wir ein paar davon gar nicht brauchen. Die Schurinknolle und die Alraune könnten wir zum Beispiel verkaufen, da ich ja nicht so ein Fan von Giften bin. Also von Giften selber herstellen. Jetzt sollten wir welche finden, also Giftflaschen, können wir sie ruhig benutzen, denn im zweiten Teil wurden die Gifte ziemlich runtergeschraubt. Noch eine Sache, die sich verändert haben dürfte, sind unsere Goldreserven. Die werden ja auf einen bestimmten Wert zurückgesetzt, wenn man den zweiten Teil beginnt, um halt anzuzeigen, dass unsere Heldentruppe zwischen dem ersten und zweiten Teil das meiste davon verprasst hat. Aber das wäre halt ein wenig zu albern, wenn man mit so viel Geld gleich den zweiten Teil anfängt. Ich sehe nur leider nicht, wo genau meine Dukaten aufgeführt werden. Werte ansehen. Ah, da, 60 Dukaten. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder 60 Dukaten hat oder alle. Im letzten Teil wurde das Vermögen ja auf die einzelnen Helden verteilt. Warum auch immer, sie haben immer aus demselben Pool bezahlt. Eventuell wurde das also auch geändert. Müssen wir gleich mal gucken. Weil sonst hätten wir ja schon 360 Dukaten. Und das wäre ein ordentliches Startkapital. Da kann man echt nicht meckern. So, wir brauchen auch noch Lederzeug für die Beine, glaube ich jetzt. Oder kam das erst in 3? Ebenfalls haben wir auch einen Slot hier für Sachen, die man über der Rüstung trägt. Wie zum Beispiel Winterkleidung. Was ich sehr schön finde. Denn es wäre albern, wenn Girogon und Tirik ihre Schuppenpanzer weglegen müssten und gegen einen einfachen Wintermantel tauschen, wenn es draußen zu kalt wird. Also ja, das kommt dann hier rein. Wofür der Slot da ist. Eine Überhose? Und können da noch mehr Pfeile rein? Das probiere ich mal ganz kurz. Ne, ein Pfeil kann in dieser Position nicht getragen werden. Kurios, kurios. Aber ja, das werde ich wohl alles im Verlauf des Spiels kennenlernen. Ich sehe gerade, Myrim hat ihre Harfe. Dann sollte...
Jalle noch ihre Flöte bekommen. Wenn sie denn irgendwo Platz findet. So. Und ich glaube, jetzt haben wir langsam das Gröbste so umsortiert, dass wir mit dem eigentlichen Spiel auch anfangen können. So. Wir sind in einer Stadt in Quirasim. Da sollten wir auf jeden Fall Gwendolyn vorschicken. So. Dann überprüfe ich mal ganz kurz. Wo sind Talente? Ich will kein Talente anwenden. Ich will Talente angucken. Oh, wir können das Aussehen ändern. Die sieht noch ganz schick aus. Aber nee, nee. Gwendolyn bleibt das dralle Blondchen. Was mit Gerogon? Gerogon hat auch eine ähnliche Grafik wie vorher, nur ein wenig weicher gezeichnet. Ja, nee. Das Aussehen von den Charakteren passt so, wie es ist. Ich will nur mal gucken, was für Alternativen es da jetzt inzwischen gibt. Mürrim sieht ein wenig hart aus. Dass sie hier Waldelfen mit gepiersten Ohren haben, finde ich auch ein wenig kurios. Also ich weiß nicht, ob das eine Sitte ist bei den Waldelfen. Wahrscheinlich haben sie es einfach nur gemacht, weil es in Real Life recht modern ist, Ohrringe zu tragen. Aber ja. Talana. Ja doch, bei der passt dieses grimmige Lippenveränderung ein wenig. Mit zusammengepressten Lippen und einem Blick, der in die Seele bohrt. Was für Alternativen? Die sehen sehr komisch aus. Augen nicht auf der gleichen Höhe und mehr Kinn als Kopf. Ja, nee. Die einzige Alternative wäre sie hier vielleicht. Und die da. Aber nee. Talana bleibt schön in ihrer Grünrobe. Und Tirik. Tirik hat recht gute Alternativen. Aber ich denke, wir bleiben trotzdem bei ihm hier. Nein, nicht bei ihm. Bei ihm hier. So. Schnell weg hier, bevor ich wieder irgendwas verdrücke. So. Dann sprechen wir doch erstmal mit der Geweihten. Hallo. Bitte, betretet das Haus des wiedergefundenen Lebens das nächste Mal mit weniger Waffen. Ja, tut mir leid. Das ist übrigens auch eine sehr schöne Änderung. Wir können jetzt aktiv nach Sachen fragen. Was allein vom RP her wesentlich mehr Sinn macht als im letzten Teil, wo man einfach in die Taverne geht und dann nach random Bits von Informations fragt, also nach einfach nur irgendwelchen Gerüchten und man dann 10-mal dasselbe hört. Jetzt können wir wirklich gucken, was hier Sache ist. Also wir können zum Beispiel fragen nach Salamandersteinen. Also ich weiß, es geht um die Salamandersteine, aber das sollten unsere Helden eigentlich noch gar nicht wissen. Das ist komisch. Also fragen wir einfach mal nach Pirine. Seid ihr gewillt, uns etwas über die Göttin Pirine zu erzählen? Ich weiß, dass ihr ihr Werk benutzt. Würde ich es auch entsprechend. Das ist ein wenig mau für eine Priesterin. Die sollte jetzt eigentlich gleich Feuer und Flamme sein und uns ewig viele Geschichten erzählen. Aber na gut, wir suchen eine Unterkunft für die Nacht. Gibt's hier irgendwo eine schnuckelige Unterkunft für ein paar runtergekommene Abenteurer wie uns? Fragt andere danach, aber nicht mich. Wir hätten echt nicht mit Waffen hier reinkommen sollen. Ich glaube, das nimmt sie uns ein wenig übel. Kannst du uns da vielleicht etwas über Quirasim erzählen? Ihr seht doch selbst, dass sich jeder in dieser Stadt wohlfühlen muss. Okay. Wie schaut's mit Essen und Trinken aus? Da muss ich leider passen. Genug geplaudert, der Ernst des Lebens ruft. Und anscheinend will sie nicht wirklich weiterreden. Okay, also wir sollten dann darauf achten, was wir zuerst ansprechen. Da wir nur begrenzte Optionen haben. Aber gut, dann speichern wir jetzt nochmal hier drin ab. Da. Staatsräume beschreiben, ja. Ich würde es aber gerne umbenennen. Okay, nochmal. Vielleicht einmal raufklicken. Nein, nicht laden. Gott bewahre, nicht laden. Ich will da was Neues haben oder das umbenennen. Ich will nicht immer nur mit Start 1 und 2 arbeiten. Neu? Spiel wirklich sichern? Ja. Ah, okay.
LP001 und wir sehen uns dann gleich wieder bei unseren ersten Schritten vor der Tür dieses Tempels.